Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr über die Auszeichnung, dass unsere Arbeit auch belohnt wird, die wir jetzt wöchentlich da online bringen. Ja, und danke an alle Unterstützer, Mitbrüder, die sagen, coole Sache, oder Leute, denen wir sonst bekannt sind, Freunden, sagen, macht weiter so. Ich höre gerne, ich schaue gerne mal rein. Und das bringt mich so über die Woche. Das Geld werden wir einerseits dafür nutzen, noch mal ein bisschen dran zu feilen, was die Technik angeht, was das Auftreten angeht. Wir wollen gern einen YouTuber haben, der auch mit Kirche erstmal nichts zu tun hat, der uns ein bisschen Manöverkritik bringt, ein bisschen mit uns übt, wie steht man noch mal vor der Kamera, ein bisschen authentischer, ein bisschen lockerer, wie kann man noch mal über die Sprache rüberbügeln. Das ist so ein Aspekt beim Ganzen. Genau, weil unser Ziel ist ja schon, auch kirchenferne junge Leute zu erreichen. Deswegen sind wir auch auf YouTube, Instagram und Facebook mit diesem One-Minute-Homily-Format. Und da ist es, glaube ich, immer gut, wenn man von extern außerhalb der katholischen Blase sich noch mal ein bisschen Feedback holt und uns da noch mal an den Qualitätsstellschrauben nachziehen lässt. Wir wollen besser werden.